Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Die Todesminen. Wir sind in einer der Lieblingsinstanzen aus Classic und bringen gerade hier ein Lava-Pack down, weil ich so doof bin. So. Wieder der falsche Mob. Wieder der falsche Mob. Ah, das lernen wir noch. So. Ja, und jetzt sind wir also hier beim Schiff von Edwin van Cleef. Eine Instanz, die eigentlich überirdisch sein sollte, werden würde. Und hier immer aufpassen, rechts und links sind Ads, nicht, dass man die mitpult. Und ich glaube, ich werde mir gleich erstmal mal ein paar Schlücke Mana gönnen. Nicht genug Mana. Bevor hier weiter gepult wird. So, diese Typen hier droppen zufällig Papageien. Wer Glück hat, kriegt mal so ein kleines Papageien-Begleitertierchen. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr hübsch. Das pummelt einfach auf dem Magier rum. Auf dem Heiler rum. Jetzt haben die sich das bei mir abgeguckt, ne, mit der Eisfalle. Eine Frechheit. So. Jetzt haben wir A. Hier wollen wir nochmal ein Schlückchen trinken. So, Gefährte, das ist, glaube ich, dieser Papagei. Dann haben wir einmal die Piraten. Ich weiß gar nicht, wie das in Classic war mit Mr. Smite. Ich meine, wenn man auf maximale Entfernung geht, dann braucht der halt eine ganze Zeit. Da können die Hots und Dots ein bisschen runterticken. Und dann war es ja, glaube ich, so, dass man die Ads nicht schieben kann, nicht vieren. Kam da überhaupt Ads? Oder war das die heroische Version? Da oben steht er schon. Mr. Smite. Der erste Mart. Aber so ist es noch alles easy, weil ich erinnere mich dran, wie wir zum ersten Mal hier drin waren. Das war eine Gruppe mit Arbeitskollegen und wir hatten null Ahnung von Tanken und Heilen und alles. Wir sind einfach hier reingegangen mit der Prämisse, wir müssen jetzt nur möglichst schnell, alle möglichst schnell viel Schaden machen, damit wir die Mobs tot bekommen. Und wir wussten noch gar nicht, sagen wir mal, dass man diese Rollenverteilung hat mit Tank und Heiler und dass der Heiler dafür zuständig ist, den Tank zu halten, damit der Tank möglichst alle Mobs die Agro hat und so weiter. Ne? Also das ist... Vielleicht ist es doch richtig getuned. Ich glaube, man hat auch immer so ein bisschen so ein falsches, rückwärtsgewandtes Bild dann, wie das mal wirklich war. Könnte ich mir vorstellen. So, hier ist die Schurkenfalle, ne? Jetzt ist da natürlich schon ein Rennen drauf. Das ist natürlich sehr geschickt. Mr. Smite lässt man erstmal stehen, weil der immer zu einem bestimmten Stadium alle... Oh, der Tank entschuldigt sich gerade für, dass er das Schaf gebrochen hat, aber naja. So, und jetzt der Grund, warum man weit weg geht bei dem, ist, wenn die Gruppe jetzt weit wegstehen würde, dann würde er ziemlich lange brauchen, hin und her zu laufen und dann... Ihr Landratten seid sehr, als ich dachte. Ich muss wohl improvisieren. Dann ticken natürlich Dots und so weiter weiter runter. Also Schaden über Zeit, Zauber.
von denen ich umfangreiche draufgepackt habe vorher, weil ich so doof bin. Das hat auch noch resistet. Jetzt macht er mich wütend. So, man geht deshalb weiter weg, weil dann wäre er noch nicht wieder zurück zur Gruppe gerannt. Wenn die Gruppe wieder aus dem Stun rauskommt, so. Ne? Das ist so der Hintergrund. Was ist denn eigentlich los hier? Leder-Days. Ja, und jetzt kommt eigentlich der noch spannendere Teil, denn wir haben hier ein Schiff vor uns, wie ihr seht, mit schweren Kanonen und mehreren Ebenen. Und das Problem ist, dass man gerne mal von der einen Ebene Sachen auf die andere Ebene runterzieht. Aber hier sind wir. Ich sag nix. Glaube ich. Ich hab den Papagei geschiebt. Aber so ganz ruhig weitergehen, wenn es noch hier geht. Alter! 7 Intelligenz. Jetzt ist aber gleich eine Achterbahn. Jetzt kriegen sie aber alle ihre Level-Ups. Warte mal, jetzt habe ich bei dem einen ich Gear gemacht, den habe ich nicht gekriegt und den anderen. Ich lasse das mit dem Schieben. Bedarf. Wieso hat denn der... Okay. Alles gut, sind nur Items. Es gibt ja wirklich Leute, die da wirklich, wegen einem Datensatz... dann aufheben machen. So. Ist aber wirklich besser und wir werden das schon sehen, ne? Wir werden das schon sehen, dass wir immer... Also jetzt allein schon durch das Equip, was wir hier geholt haben, wird das Level natürlich leichter. Wir haben eine höhere Crit-Chance. Wir haben mehr Mana. Ihr könnt ja mal gucken... Ihr könnt ja mal gucken, wenn wir den Vergleich haben. Am Anfang des ersten Videos und jetzt im zweiten Video am Ende. Ich meine, wir kriegen jetzt eigentlich den von der Questbelohnung auch noch, ne? Okay, wir machen Cookie. Zumindest scheint es so. Cookie, der Mann mit den Keksen. Ja, das ist ein sehr lustiger Boss. Der hat einen, wenn man Glück hat, oder hat das sogar 100%. Cookie ist halt der Keks, der Smoothie sozusagen. Und dann könnt ihr gleich mal gucken, was der droppt als Item. Da soll jemand sagen, Blizzard hätte keinen Humor. Da, Cookie, der Smoothie. Ich sehe diese riesengroßen Hafentore, ne? Das ist schon sehr, sehr cool. Ich glaube, damals ist ihnen alles gar nicht so aufgefallen, weil die Grafik noch zu schlecht war. Nein. Ja, da hat der Priester dickes Knie drauf. Ah, dann passe ich für den Priester, oder? Ja. Also Priester können mit Zauberstäben, natürlich sehr viel mehr anfangen, wenn die leveln, es ist die wirklich die effizienteste Weise sozusagen durch das Spiel zu laufen mit einem richtig guten Zauberstab und der ist richtig gut. So, wir müssen uns mal überlegen. So, Kälteeinbruch, stechendes Eis. Oder verbesserter Blizzard. Wir haben den Blizzard aber noch gar nicht. Ich glaube, das machen wir mal in Ruhe. Gucken wir uns noch mal in Ruhe an, was wir da nehmen. Ich glaube, das mit dem Schieben lassen wir.
Ja, nur eine Viertelstunde für diese Folge. Ich denke mal, das wird schön rund. Kommen wir genau einmal. Einmal mit zwei Folgen hier in dieser Instanz aus. Bei anderen Instanzen wird das, also Blackrock wird das nicht, das wird fünf Folgen am Stück geben oder so, bis wir da einmal durch sind. Hauptsache mein Inventar ist noch leer und ich kann weitere Sachen mitnehmen. Warum habe ich denn eigentlich das Ding hier gewonnen? Naja, vielleicht kann ich... Andererseits, die Questbelohnung hier ist ja auch sehr gut, ne? Ich sollte das erstmal hierhin tun, nicht, dass ich auf Faust, weil ich auf den Zauberstab klicke, so doof wie ich bin. Oh je. Das mit dem Schieben lasse ich einfach sein. Es gibt, immer, das ist auch so eine Sache, ne? Das lernst du halt jetzt in der aktuellen Version möglichst schnell auf alle Mobs ihren Dot drauf, damit du in Stats oben bist, dass dein kleiner Mini-Pimmel zumindest im Spiel irgendwie so ein bisschen größer zu sein scheint, ja? Es ist schon traurig. Jetzt gleich kommst du im Gruppenchat. Garderol, du weißt schon, dass man dich die ganze Zeit sprechen hört, oder? Aber spätestens, sagen wir mal, jetzt mit den nächsten Instanztier, so Level 30 oder so, jetzt können wir noch nicht weiterspielen, das Level Cap ist gerade bei 30, da wird sich das dann irgendwann rächen. Wenn man zum Beispiel Archaedas in Uldaman oder so, wenn man den nicht vernünftig spielt, der ist auch gerne mal 5 Level höher als am Anfang von einer Instanz, dann hast du gelitten, das ist halt so. Ja, der eine würfelt, der andere rennt einfach hin. Aber das ist dann zum Beispiel jemand, jetzt, das ist eine persönliche Sache, würde ich nicht mehr in Instanz mitnehmen. Das macht man einfach nicht. Das ist auch, wenn es Beta ist, es spricht natürlich so ein bisschen dafür, wie jemand tickt, ne? Ich geb's auf. Eigentlich schon für Kernhund-Packs oder was ist da los? Was ist denn das hier? Also muss ich vielleicht mal erklären. Es gibt im Molten Core, also der ersten Raid-Instanz, gibt es so einen kleinen Spaß. Mehrere Späße und einer davon ist, da gibt es so Hundepakete, die bestehen aus 5 Hunden. Und das sind, sagen wir mal, glühende Hunde. Die muss man töten. Hier, Bolbor, den nehmen wir nicht nochmal mit. Und wenn ein Hund stirbt, dann hat man ein paar Sekunden Zeit, bevor die anderen Hunde, die noch leben, den wieder zum Leben erwecken. Und ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn man die jetzt nicht alle gleichmäßig tötet, dann steckt der eine den nächsten immer wieder an. Und dann hängt man alle diesen Paketen dran und versucht die irgendwie zu töten. Und es klappt halt nicht. Ja, wir kommen dann gleich zum Endboss. Und haben in der Instanz ein halbes Level gemacht. Hier muss man mal aufpassen, weil jetzt laufen hier oben, läuft ja eine Patrouille vorbei. Bestehend aus Captain Green und zwei Leuten, der jetzt interessanterweise hier gegen den Uhrzeigersinn läuft. Ich kenne das nur, dass er im Uhrzeigersinn läuft. Und der wird eigentlich immer gepult von irgendwelchen Gruppen. Nicht kennen. Erstmal haben wir aber Glück. So, jetzt kann man versuchen, natürlich vorher noch die andere Gruppe zu ziehen. Muss man aber nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Hier ist auch der Treppenboss. Hier kommen wir ja nicht drum rum. So, der Endboss ist hier hinten drin.
Und spawnt dann auch noch Ads und hast du nicht gesehen und macht da riesen Action. Ich habe kein Ziel. So. Ich würde dann trotzdem noch mal gerne Mana tanken. Ist auch nicht viel los hier. Ah, das ist echt ein Problem. Wir brauchen mehr Leute auf den Servern, damit wir die Gilden größer kriegen und so weiter. Nützt ja nichts, wenn du nie Leute findest für Instanzen, das Auktionshaus leer ist und so weiter und niemand so weiter. Darf die Bruderschaft herausfordern. Aber ich glaube, der Boss hat zwei Advillen, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, am Mittwoch ist sehr müde. Aber ja. Die Sucht treibt es rein, nicht? Falsch. Ich glaube, wir hauen erstmal den Boss um. Der dürfte mehr Schaden machen. Ja, schön das Schäfchen rausholen. Ist ganz wichtig, dass immer drei Mobs aktiv sind. Die Bruderschaft wird siegen. Sagt der, ne? Mit 10% Leben. Plus 12 Angriffskraft. Na, nice. Juti! So, nicht vergessen, wenn ihr beim Boss seid, den Kopf und eine Nachricht zu looten. Diese Nachricht startet eine Quest. Als ihr Edwin van Cleef durchsucht, findet ihr unter anderem einen nie verschickten Brief. Er ist adressiert an Baros Alexton, Stadtarchitekt von Stormwind, Rathaus Kathedralenplatz. Er scheint erst vor kurzem geschrieben und versiegelt worden zu sein. Schauen wir mal. So. Dann haben wir hier alle Quests fertig, bis auf die, die vor der Instanz sind. Und ich würde sagen, glaube, wir können dann raus, nicht? Dann können wir mal zum Trainer, dann können wir mal die Taschen lernen. Das hat sich ja wirklich gelohnt hier. Wird gerade die Frage gestellt, ob wir die anderen beiden Quests machen. Aber dazu müssten wir ja von außen nochmal komplett rein. Gut, dann machen wir das halt. Na? So. Da haben wir wieder ein Lederrezept. Wie gesagt, Lederdays heute. Wer will noch nicht, wer hat schon mal. Ich glaube, das war aber anders gemeint mit den, anderen Quests. Ich glaube, wir waren nicht die hier gemeint, junger Mann. So, irgendwas drin. Wollstoff, hervorragend. Ja, aber guter Heiler. Guter Heiler. Sehr schön. Keine Ahnung, warum wir den jetzt umgehauen haben, aber trotzdem irgendwie schön. Ja, die Dame guckt hier noch rum.
hatte sein legendäres Item nicht dabei. Also das ist kein legendäres Item im Sinne von legendäres Item. Aber es ist legendär. Und hier können wir nochmal schön das Schiff sehen. Ja, ja. Awesome, awesome, awesome. So. Ja, anders als vielleicht heute ist es so, dass diese Distanzen kein Rundweg sind, sondern dass man hier in der Tat dann nochmal ganz woanders rauskommen kann, theoretisch. So auch hier, wobei es ein bisschen unlogisch ist, weil wenn man in die Todesminen geht, geht man immer tiefer und tiefer und tiefer. Kommt zum Schiff, geht immer tiefer, tiefer und tiefer. Und jetzt kommt man hier raus, geht auch immer tiefer und tiefer und tiefer. Und landet hier auf einer Ebene, die viel höher ist als der Instanzeingang. Ja? Also es ist ein bisschen unlogisch. So. Gut, dann sehen wir uns da gleich wieder. So, also wir sind wieder an der Stelle, wo es da unten zur Instanz geht. Und jetzt wollen wir also noch diese normalen Quests hier machen, die es ja auch noch gibt, die draußen sind, wie ich ja schon sagte. Und das Ding ist, also ich habe das so in Erinnerung, dass du das am besten wirklich mit der Gruppe machst, weil die Items droppen für alle, aber der Boss spawnt sehr selten. Also so ein kleiner Mini-Boss, ne? Da muss man immer warten, bis der wiederkommt. Und dann, ja, hier sehen wir, das ist der Bereich, wo wir jetzt die verschollene Minenarbeiter suchen. Wir sehen, denen ist es nicht ganz so gut ergangen. Dynamit-Experte. Ich werde gerade gefragt, ob ich den Stoff haben will. Aber ich glaube, da muss ich langsam mal in meinen Taschen ein bisschen aufräumen. Ziemlich gruselig aus hier, ne? So, 3 Ausdauer, 5 Willenskraft, oder der Gier. Ausdauer, Willenskraft, haben wir was Besseres bekommen. Erstmal Mana trinken. Außerdem könnte ich mich mal entfluchen hier, ich Honk. Ja, also hier jedenfalls, hier ist der Bereich, wo man dann diese Minenausweise bekommt, wo auch der eine Boss spawnt. Da muss man mal aufpassen, wenn man in der Gruppe ist, dass man auch das Item lootet. Oder ich glaube, es ist der Kill, den man braucht, ne? Bin mir gar nicht ganz sicher. Was habe ich denn gerade für 180 getroffen? Da ist ein Wirtschaftsausweis zum Beispiel. Ich dachte, das wären 12. Ich könnte echt mal fluchen. Aber nicht bei mir. Ich brauche die Cursive. So ist es halt. Oh, so viel Leidenstoff. Alter Schwede. Warum bin ich denn damals, als ich hier für die Quest für Ankirei, ne? Da bin ich immer in die Instanz reingegangen. Das hätte ich hier draußen machen können. Aber ich bin in die Instanz gegangen, weil die natürlich dann respawnt. Und dann kannst du da nämlich, ne?
Eieieiei. Also die Droprate von... Die Droprate von grünen Items scheint mir geringfügig zu hoch. Ich mach mal den Käse weg. Das ist ein Silberwert. Das ist 9 Silberwert. Wir haben ja einen Heiler dabei. So, nicht hier die Gruppe, Respawn und so, ne? So, hier unten irgendwo ist der Boss. Wie gesagt, entfluchen könnte ich auch. Aber so schnell wie die Flüchse wieder drauf sind hier. Alter. Kann der Priester nehmen. Ich will aber jetzt auch nicht alles in Leinenstoffballen versenken. Machen wir jetzt noch einen Stack voll, weil den Rest würde ich im Auktionshaus verkaufen. So. So, hier ist, glaube ich, auch der Quest. Mob. Deswegen wieder nicht vergessen zu looten. Genau. So, ich brauche noch 2 Minenausweise. Gucken, ob wir hier vielleicht noch ein paar Level bekommen. Paladine tun mir schon so ein bisschen leid, ne? Die machen nichts anderes, als alle 5 Minuten irgendwelche Buffs neu zu setzen. Ich lasse jetzt ausnahmsweise mal arbeiten hier. Mein Inventar muss leer, das ist wichtiger, dass ich hier alles looten kann. Ist ja mal klar. So. Einer. Ja, den würde ich sogar nieden. Will sonst keiner haben, dann niede ich den mal. Willenskraft ist immer gut. Ja, und hier sehen wir den klassischen Respawn. Ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Wir haben hier alles gesehen und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Quest abgeben, skillen, Berufe machen, Inventarmanagement. Wir haben so viel vor in der nächsten Folge. Aber das waren sie, die Todesminen in voller Länge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr noch nie was davon gesehen habt, was eine Instanz in WoW ist, dann sehr gerne auch einen Kommentar da lassen. Lese ich alle, freue ich mich drüber und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!